Wenn ich habe Winnetou gedreht, mein erster Tag war mein Tod. Der Regisseur Harald Reinl sagt mir, ja, ich habe ein Problem mit den Pferden, wir können nicht die Passage mit Pferden machen, wir machen deinen Tod. Nein, habe ich gesagt, das ist unmöglich, ich kann nicht, ich bin noch nicht ein Mensch, ich kann nicht. Santerre hat schon dich erschienen, du liegst auf der Boden und Lex nimmt dich in seine Arme.
Plötzlich habe ich das Gefühl, dass ich sehr nah von Karl May war, weil ich habe, wie Karl May für mehrere Werte gekämpft. Alles, was ich gemacht habe in mein Leben, war die Leute glücklich zu machen. Die Atmosphäre war sehr, 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 sehr schön. Mit Lex, es war sehr schön zu arbeiten, mit allen anderen Schauspielern. Es gab nur, wenn Lex aufgehört hat, auf Schatten zu spielen, kam Stuart Granger. Und mit Stuart Granger, es war eine Katastrophe. Und jetzt muss ich etwas lustig sagen, wenn ich am ersten Tag, wo ich angefangen bin, Winnetou zu spielen, habe ich kein Wort Deutsch gesprochen und plötzlich, ich war bereit auf mein Pferd und plötzlich höre ich, bitte Ton. Ton, was ist bitte Ton? Aber vielleicht, er wollte sagen, Winnetou. Und dann bin ich im Vollgalopp auf der Bühne gekommen. Und der Regisseur hat geschrien, nein. Und das war das erste Mal und letzte Mal, dass ich der Worte Winnetou verwechselt habe. Ja.
Ja.